Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in unserer gemütlichen, netten Dreierrunde, wie Sie sehen. Ich bin nicht allein, sondern Harry und Kathi sind heute mit bei mir. Und ja, wir möchten Ihnen heute unser XA100 vorstellen. Und nicht nur das, sondern auch viel, viel Zubehör außenrum, was dann ja das ein oder andere mehr noch an Möglichkeiten offenbart, was das XA100 sowieso schon hat. Und wir beginnen aber wirklich mal über das Tablet, unser Touchlet im außergewöhnlichen Format zu sprechen. Und Kathi, du benutzt das ja auch sehr gerne, oder? Ja, ich finde das Format richtig außergewöhnlich. Harry, hast du schon mal so ein Tablet gesehen? Ja. Also das ist ja wirklich ein tolles Format. Man hat es mir mal gezeigt und vor allen Dingen, man hat es mir zum Testen mit nach Hause gegeben. Ja. Und ich finde das toll. Hat natürlich das 16x9 Format, sage ich mal. Das ist das fast schon CinemaScope-mäßig, also ideal, um Filme zu schauen, finde ich. Ja, ich auch, weil das ist ja genau diese Bildschirmdiagonale, die man halt braucht, wenn man einen schönen Film schauen möchte. Ich schaue auch persönlich viele Videos. Ich bin ja immer im Internet dann unterwegs und schaue immer, was es so gibt. Deshalb, ich bin dann immer, gerade zum Beispiel auch, ich weiß nicht, du kochst ja auch sehr gerne und backst auch sehr gerne, ne? Kennst du da denn die einschlägigen Seiten? Bist du da mal so unterwegs? Also ich bin ja oft, wenn ich im Kühlschrank schaue, dann gucke ich dann bei chefkoch.de, ne? Ja, guck mal, was ich jetzt zufällig gerade aufgemacht habe, weil da bin ich auch immer. Jeder seine Rezepte einstellen und die haben mittlerweile über 1,5 Millionen Rezepte. Und es gibt noch irgendein Kochbuch, da gebe ich ein, was ich zu Hause habe. Und dann schaut er nach, was ich da daraus machen kann. Ja, das kenne ich auch. Und das finde ich auch genial. Das benutze ich auch häufiger. Und ich finde es auch hier super, weil du kannst halt dir die Rezepte dann anschauen, zum Beispiel im Internet gleich. Kannst dann auch die Bilder dazu anschauen. Und das Tolle ist, was ich dann auch häufig mache, wenn ich irgendwas sehe und ein bisschen unsicher bin und weiß nicht genau, wie ich es machen soll, dann gehe ich meistens auf YouTube, gehe hier raus. Das geht dann auch ganz einfach. Schaue dann mal, was bei YouTube so steht, warte, ich schau mal direkt, ah, da waren wir gerade, da sind wir. Und dann kann man sich nämlich auch gleichzeitig die Videos dazu anschauen, wie es gemacht wird. Und gerade mit so einem Tablet, das kannst du überall mit hinnehmen, das stelle ich mir dann immer mit so einem kleinen Ständerchen in die Küche und dann lasse ich das nebenbei laufen und schaue mir das genau an, okay, wie machen die das jetzt? Ah, okay, da ist der Trick und dann weiß man das nämlich immer schon, dann gelingt es auf jeden Fall. Ich habe gerade gestern im Internet, ich bin ja mit dem Zug hierher gekommen, das konnte ich auch schön im Internet machen, da hat jemand Tiefkühl Blätterteig genommen, ausgerollt, die einzelnen Scheiben, eine Schüssel drauf gemacht, dass er schöne runde Scheiben hat, wie ein Pizza sozusagen, dann mit einem Nuss-Nougat-Creme, um nicht Nutella zu sagen, eingeschmiert, die nächste Scheibe drauf, eingeschmiert, die nächste Scheibe drauf und dann ein Glas in die Mitte gestellt, auch wieder leicht angeritzt und dann so Spitzen geschnitten und dann jeweils zwei genommen, so und dann zusammengedrückt und das dann gebacken. Und das ist dann aufgegangen und das ist das, was ich hole mir Samstag Tiefkühlblätterteig und werde das machen. Das sah so lecker aus. Also ich glaube, wir sollten mal so einen Koch- und Backtag machen. Also du kochst, du backst und ich komme zum Essen. Also ich find, das ist mal eine tolle Sache. Und wenn dann das XA100 noch ein bisschen dabei hilft, dann von mir aus gerne. Ja, gerade diese Tablets, wenn man wirklich in der Küche viel macht, sind die so hilfreich. Oder auch wenn man mal einen Putztipp braucht oder so. Also wenn dann zum Beispiel wirklich mal Rotwein irgendwie auf den Teppich gegangen ist. Oder mal einen Kaugummi irgendwo drauf hat und man weiß, wie war das denn jetzt? Salz oder was? Doch was Kaltes drauf oder also einfrieren? Kaugummi oder weiß ich, dass man das mit Orangenölreiniger lösen kann. Ja, ich google dann immer. Ich bin dann wirklich direkt Tablet raus, direkt neben den Flex setzen, schnell googeln und gucken, wie man es macht. Am besten sich noch das Video dazu angucken mit so einem tollen Tablet und schon funktioniert das. Und du weißt ja, Weißweinflecken einfach Rotwein drüber schütten, dann sieht man den Weißwein nicht mehr. Ist auch ein guter Trick, auch der funktioniert. Aber all das können wir natürlich hier in unserem tollen Tablet erfahren oder mal rauskriegen in der Wunderwelt des Internets. Und jetzt zeigt uns Kathi auch gerade mal die Rückseite. Mhm. Und die finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist ein wirklich Qualitätsmerkmal bei all unseren Touchlets. Diese Aluminium-Rückseite. Das ist kein Plastikbomber. Nein, das ist richtige Qualität. Das ist toll, und was für ein Display ist es eigentlich? Weil es ist ja ein hochwertiges
Oh, ich habe gerade Apfelkuchen mit Rührteig aufgemacht. IBS-Display, also hervorragend zu bedienen, sehr schnell, sehr scharf. Zurück. Und was bei diesem Tablet noch besonders schön ist, das möchte ich Ihnen auch noch sagen, ist die flexible Speicherlösung. Wir können hier Speicherkarten bis 32 GB einlegen. Das heißt, da können Sie auch ganz, ganz viele Kochrezepte nicht nur direkt abfragen, sondern auch speichern auf der Karte. Ja, und wo seid ihr jetzt wieder? Also, wir sind schon wieder. Plunderstückchen. Oh, ihr macht mir wieder den Mund wässrig. Das ist der Hammer. Facebook zum Beispiel hat ein holländischer Bekannter von mir so ein Apfel-Grumble eingestellt. Ja. Und ich habe sofort zurückgeschrieben aufgrund des Bildes, das Rezept. Ja, ja, aber du bist ja auch in den sozialen Netzwerken sehr aktiv ja, und unterwegs. Klar, auf Facebook und so, Facebook, so wie ich auch. Also ich schaue auch immer. In Twitter. Genau, man guckt immer, was die anderen so posten und kann sich da vernetzen. Ich finde das auch so toll, weil man halt so aktiv ist und sich so viel mit anderen austauschen kann. Das ist das Schöne. Jetzt muss ich euch mal unterbrechen, weil der ein oder andere Kunde möchte vielleicht jetzt doch das XA100, das um selber mal toll. Den Chefkoch auszuprobieren. Ja. Und dann sage ich Ihnen auch mal die Bestellnummer, das ist die PX8838 und die 569 und der Preis 123,41 €. Also Granate, der Granatenpreis für ein ganz, ganz außergewöhnliches Tablet. Eine kleine Kamera ist da übrigens auch noch integriert, das ist auch ganz schön. Wenn man skypen möchte. Ja, genau. Und jetzt hast du skypen, ja sicher. Jetzt hast du vorhin gesagt, du stellst als dein Tablet neben dich und da haben wir jetzt natürlich auch noch einen Vorschlag, wie einfach man das aufstellen kann mit unserem kleinen Klappständer. Und da sehen Sie ihn schon. Ja, der ist klein und fein, einfach auszuklappen. Genau, und dann kann ich da verschiedene Tablets reinstellen. Also unter anderem natürlich auch unser XA100, aber es geht auch mit größerem, mit kleineren. Du musst da hinten noch einen Knick reinmachen, dann hast du die Winkelung besser. Ja, aber so ist doch auch okay, je nachdem, wo ich es hinhaben möchte. Genau, so kann jeder einstellen. Ich kann das ganz so einstellen, wie ich das möchte. Dann liegt es ja auf dem Gummi. Ja, hier ist extra dieses Moosgummi, dann rutscht es auch nicht. Schauen Sie mal, ich habe das in einer Hand, das rutscht nicht weg. So, jetzt in wegen der Küche neben sich und Sie haben den Chefkoch immer im Blick. Das ist toll, oder? Ja. Vor allem klein und handlich, das kann man dann schön zusammenfalten. Wir haben es ja hier nochmal in der zusammengefalteten Version bei Ralf. Das sieht ja toll aus. Das ist ja ganz klein und handlich. Das passt ja auch in jede Tasche, kann man immer mit reinschmeißen. Und auch gerade, wenn man in der Bahn zum Beispiel sitzt, wenn man dann unterwegs ist, ist das ideal, weil das so klein und handlich ist. Und dann kann man das sich schön auf das kleine Tischchen stellen vor sich und kann dann lesen. Ich lese ja auch viel die E-Books, ne? Die elektronischen Bücher dann. Die kann man ja auch perfekt auf solchen Geräten lesen, weil man hier auch das große Display hat. Und das Schöne ist, wenn man mal seine Brille vergessen hat, kann man dann natürlich auch die Schrift vergrößern und wieder kleiner ziehen bei E-Books. Das ist wirklich sehr perfekt. Du weißt es, ne? Du kennst das, Maria. Ich bin gestern ohne Portemonnaie losgefahren, war am Bahnhof, konnte wieder zurückfahren, um mein Portemonnaie abzuholen, weil mit 1,12 Euro in der Tasche kommst du nicht weit. Aber was habe ich jetzt vergessen? All meine Brillen. Also das heißt, meine Lesebrillen. Naja. Aber das geht dann, wie gesagt, mit so einem Tablet wirklich sehr, sehr gut, weil man selbst auch die Bücher dann schön groß ziehen kann, das wunderbar lesen kann. Wenn man auch mal ein Diagramm oder ein Foto vergrößern will, zieht man das einfach größer. Und gerade wenn man das so schön aufgestellt dann in der Bahn hat, dann kann man schön hin und her scrollen, kann auch ganz normal umblättern. Das funktioniert dann sehr, sehr gut. Also sehr praktisch. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ja, man kann es übrigens nicht nur für Elektronik benutzen, sondern auch ganz richtig oldschool. Wenn man mal wieder ein echtes Buch, Hilfe, ein echtes Buch, was mache ich damit? Kann man auch in den Ständer stellen und dann ganz bequem umblättern oder Ordner, Aktenordner vor sich, wenn man mal viel am Arbeiten ist. Auch Kochbücher. Richtige Kochbücher, genau. Also nicht nur elektronische Kochbücher. Die passt auch rein, genau. Dass du die immer lesen kannst. Also vielfältig anwendbar. Und ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Wir hatten auch solche Ständer. Die sahen eigentlich ganz ähnlich aus, aber damals hatten wir noch keine Tablets zum Reinstellen. Nee, wir hatten aber Bücher, um reinzustellen und die Dinger waren aus Holz. Der große Dirke Weltatlas, da ist er immer umgekippt, weil es so schwer war. Die Bestellnummer HZ1889 und die 569 für unseren Klappständer. Und ja, wir haben ja gesagt, wir machen heute viel Zubehör und kleine und größere Helferlein. Jetzt kommen wir zu so einem kleinen Helferlein und das ist wirklich richtig schön. So ein kleiner Eingabestift und wir sehen es hier schon im Einspieler, da kann ich einfach zielgenauer und vor allem ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen mit meinem Tablet arbeiten. Und gerade wenn ich mal Zeichenprogramme aufmache, was ja auch ohne Probleme möglich ist, so wie wir es gerade gesehen haben, dann kann ich damit wirklich wunderschön auch die ganzen Konturen
Figuren zeichnen. Aber ich kann auch einfach Buchstaben tippen. Ich kann spielen. Brauchst du meinen Stift? Ja, darf ich den mal haben? Ja, natürlich darfst du den haben. Oh Gott, ich bin ganz schlecht. Und dann über Kopf noch. Ich will es Ihnen ja zeigen. Was spielst du denn da? Angry Birds? Guck mal, zack. Boing. Oh, das war so gut. Yeah. Ganz ohne Hinschauen. Fast ohne Hinschauen. Mhm. Hier, jetzt bin ich beim nächsten Level. Und das geht wirklich gut mit dem Stift. Und das Tolle ist, man hat da nicht diese Fingerpatscher immer auf der... auf dem Tablet, weil das passiert natürlich häufiger, dass dann die Fingerpatscher da drauf kommen. Ja, und aber hier weißt mit dem du, Stift das Stift ist, ganz ist eigentlich geschäftsschädigend, weil wir verkaufen ja auch Displayreiniger, nicht mit die Tücher. Also Sie können sich dasselbe aussuchen. Entweder Sie kaufen Reiniger oder Sie kaufen diesen Stift. Das ist also ein Stift für 4,66 €. Da machen wir ja alles richtig mit. Ja, der ist kleiner. Kadi macht nicht alles richtig damit. Nee, das du war musst ein bisschen höher schießen. Ich habe gerade gesehen, ich war nicht hoch genug. So. Warte, ich ziehe mal ein bisschen höher. So jetzt aber. 4,66 € der Preis für unseren kleinen Schlanken. Ja, Schlanken. Das war gut. Oh nein, nur einer. Oh, und die Bestellnummer, die HZ1883 und die 569. Und jetzt schießen sie beide. Also wir unterhalten uns weiter, während sie hier ihre Angry Birds abschießen und... knapp drüber. Ja, und das ist einfach eine Eingabehilfe, die können Sie auch natürlich jederzeit an Ihrem Smartphone nutzen und an allen kapazitiven Oberflächen eigentlich nutzen. So, jetzt gehen wir zu einem anderen Thema. Wir sehen schon im Einspieler ganz, ganz klein, aber allergrößte Technik. Und das nennt sich Mini-DVB-T-Receiver. Und das heißt, ich kann Fernsehen schauen, unabhängig von jedem Internet, von Satellitenschüsseln, von Kabelfernsehen, sondern einfach nur durch diesen kleinen Receiver. Jetzt sag mal, DVB-T. Ja. Kriege ich das überall? Ja. Also mittlerweile nicht überall. Es gibt auf der Welt noch ein paar Flecken, wo man es nicht kriegt, aber europaweit kriege ich es mittlerweile. Aha. Und wir haben vielleicht, kannst du dir Regie mal einspielen, so eine Übersichtskarte, wie denn die Welt mit DVB-T vernetzt ist. Jawohl. Wenn nicht, zeigen wir Ihnen noch. Reichen wir das nochmal nach. Aber es ist mittlerweile fast weltweit. Schauen Sie mal. Schau mal, da siehst du. Also, alles, was blau ist, da gibt es DVB-T. Ja. Ja, das sind ja wir auch. Ja, komplett. Ja, Europa wirklich komplett. Und dann auch Russland, große Teile von Afrika, oben Australien und. Also überall DVB-T. Und das geht dann halt wirklich ohne Internet, ohne alles. Mhm. Also gerade wenn man unterwegs ist, zum Beispiel für dich wäre das eine Top-Lösung, wenn du mit dem Campingmobil unterwegs bist. Ja, ich habe DVB-T. Ne? Ich kann auch meinen Schlüssel unten lassen und dann auf den Source... Antenne gehen und dann kriege ich DVB-T. In Deutschland mittlerweile 40 Sender und viele, viele Radiosender, natürlich in HD-Qualität, bei den Radiosendern in digitaler Qualität und europaweit natürlich noch viele, viele mehr. Und das ist schön, das funktioniert nämlich an allen Android-betriebenen betriebenen Geräten, Tablets, genauso aber auch am Smartphone. Einfach in der USB-Schnittstelle oder in dem, dort, wo das Ladekabel normalerweise reinkommt, da kommt der Receiver rein und dann kann ich den benutzen. Aber ich habe auch noch eine zweite Antenne. Mhm. Ich kann also quasi, diese Stabantenne störend sein, kann ja mal passieren. Ja. Und dann stecke ich dann eben diese rein. Schlauchantenne, genau. Und da habe ich eine Schlauchantenne. Auch nicht schlecht. Nee, toll. Richtig, vor allem Fernsehen in allerhöchster Qualität und das von Ihrem Tablet oder natürlich von Ihrem Smartphone aus und vor allem vollkommen unabhängig. Gerade in der Winterzeit, jetzt sind wir auf einer Skihütte und wollen mal Fernsehen schauen. Da gibt es meistens einen gemeinsamen Fernseher, die schauen was anderes als Sie sehen wollen. Mini-DVB-T-Receiver rein und Fernsehen an und Sie können Ihr Fernsehen selber bestellen. Das Ganze kostet 35,06 € und hat die Bestellnummer PX8819. Da sollten Sie unbedingt zugreifen, weil das kleinhandlich kann überall mitgenommen werden. Ich glaube, den kriege ich sogar in Geldbeutel, wenn ich ihn zusammen mache. Und schau mal, der ist gerade mal so groß wie mein Daumennagel. Größer ist der ganze Receiver. Einen ganzen Fernseher in einem Daumennagel. Timeshift-Funktion haben wir hier auch noch. Das ist der Wahnsinn. Ich kann also zeitversetzt wieder Fernsehen. Ich kann einfach jedes laufende Programm unterbrechen und später dann genau an der Stelle, wo ich unterbrochen habe, weiterschauen. Perfekt. Und früher musste man zu zweit im Fernsehen nach oben tragen. Ja, so war es doch. Die schweren Kisten, so dick, so tief.
Und jetzt ist da alles hier drin. Es ist unglaublich. Ja, die Technik wird immer kleiner, aber immer effektiver und auch leichter. Wenn ich nur bedenke, was man früher wirklich alles schleppen musste, heutzutage wird es immer kleiner und immer leichter. So, und jetzt bin ich auf der Skihütte und möchte vielleicht mal ein bisschen mehr Musik haben, als mein Tablet oder mein Smartphone es hergibt. Und dann, ach, da haben wir das hier, ne? Aber genau, und ich müsste es eigentlich verbunden haben. Wir schauen mal. Oh ja, wir haben es verbunden. Das geht via Bluetooth, ne? Richtig. Und jetzt haben wir es mit unserem Tablet hier. Ja. Und ich mache es mal ein bisschen lauter. Oh, das macht doch tollen Tablet Sound, dann, oder? Das ist irre. Und wenn ich dann mal sage, okay, eine Zimmerparty hier auf der Skihütte, ja, ich will ein bisschen Musik, dann reicht ja so eine kleine Box vollkommen. Das ist super. Außerdem ein hübsches Design. Und die hat noch eine andere spezielle Eigenschaft. Die kann ich nämlich auch als Freisprecheinrichtung benutzen. Heißt also, wenn ich sie jetzt mit meinem Smartphone verbunden habe und mein Smartphone klingelt gerade, dann kann ich hier über das eingebaute Mikrofon und über die Lautsprecher telefonieren. Unglaublich. Also, was? Aber hier, das Ding hat einen satten Klang. Die Bässe sind schön, die Höhen kommen, da scheppert nichts, das ist ein klarer Ton. Ja, und Frau Steiner beginnt gleich zu tanzen, Sie sehen es vielleicht, aber der Sound ist auch wirklich irre. Ich mache es jetzt mal ein klein wenig leiser vielleicht. Das ist doch genial. Das können Sie natürlich an Ihrem Tablet steuern, das war zu leise, gell? Oder am Gerät können wir es genauso. Da haben wir natürlich auch noch die Lautstärkeregler. Und man ist manchmal überrascht, was so 3 Watt alles für Leistung rausbringen. Ja, und hier, und es muss ja nicht immer diese Romantik. Ja, möchtest du mal? Ja. Es muss nicht nur die Romantik sein, es kann natürlich auch mal Partymusik sein, je nach Anlass. Und ist aber schön, ne? Einfach per Bluetooth verbinden. Schön, oder wenn Sie einen alten MP3-Player haben, können Sie das natürlich auch per Klinke-Kabel machen. Das ist auch jederzeit möglich. 18,91 Euro der Preis für diese tolle Box mit Freisprecheinrichtung. Und die Bestellnummer ist die PX1386 und die 569. Genau, wie du willst. Du kannst es auch früher wie die Ghetto-Blaster, und dann nehme ich es jetzt mal so am Ohr. Ja, das geht auch. Oh, das ist aber richtig laut. Ja, ja. Jetzt cool, man. Also auch das eine tolle, tolle Sache. Und lass uns doch einfach mal auf der Skihütte bleiben. Und jetzt stell dir mal vor, da oben gibt es nur eine Steckdose in der ganzen Skihütte. Ja. Und du möchtest jetzt plötzlich wieder Musik hören, aber dein Tablet-PC und dein Smartphone geht's Akku leer. Was machst du denn dann? Ich weiß es. Ich mache jetzt mal hier wieder ein bisschen leiser, genau. Was machst du, Harry? Ich nehme ein Powerbank von Pearl. Ja! Der Mann kennt sich aus. Das war die richtige Antwort. Das war sie richtig. Und hier haben wir, das kann man eigentlich schon gar nicht mal Powerbank dazu sagen. Das ist ein eigenes Kraftwerk, ein absolutes Kraftwerk. Da hängt nämlich Power dahinter. Da kann ich mein Smartphone 5-mal zum Beispiel damit wieder aufladen. Oder mein Tablet-PC volle Pulle, wieder volle Leistung 3-4-mal. Wir haben hier nämlich 12 Milliampere-Stunden. Und das ist wirklich so ein kleines, richtiges Kraftwerk. Ja, ist es auch. Ich bin davon total begeistert. Das Tolle ist hier, man drückt hier vorne drauf und sieht man direkt die Anzeige, wie voll das Gerät noch ist. Das ist sehr, sehr praktisch. Siehst du, es ist noch ganz voll hier, wenn ich da drauf drücke. Dann gehen nämlich hier dann die blauen Lichter an, also noch ganz, ganz voll. Und ich habe hier oben die 2 Steckverbindungen für die USB-Stecker. Und ich habe auch alle Stecker mit dabei. Das ist das Tolle. Harry hat die da schon mal alles vorbereitet. Adapter. Da kann man wirklich alles anschließen, was man möchte. Egal, heutzutage rauchen viele ja diese E-Zigaretten. Mhm. Die kannst du damit aufladen. Du kannst damit für die PlayStation die Controller aufladen. Mhm. Du kannst damit deine Smartphones aufladen und deine Tablets. Einfach alles. Das ist toll, das Gerät. Ich habe selber eins für meinen Bruder gekauft zu Weihnachten. Und die waren alle so begeistert. Ich musste noch mal eins nachkaufen, weil die wirklich so gut sind. Also ich war echt beeindruckt davon. So ein kleines Gerät. Ich habe gedacht, na ja, was kann das denn? Und dann war ich echt, vor allem bei dem Preis, da denkt man ja auch, was kann denn das können? Zum Beispiel 2 Geräte gleichzeitig aufladen. Das ist toll, das ist wirklich toll. Wir können ja hier Tablet und auch das Smartphone gleichzeitig. Übrigens natürlich auch Ihr iPhone können Sie damit laden. Da sind die richtigen Ladeadapter dabei. 19,90 Euro, das ist ein Hammerpreis. Unverbindliche Preisempfehlung, 99 Euro. Und das dürfte auch der Preis sein, den andere Hersteller für so etwas verlangen. Die GLD 1595 und die 1596
9. Das ist die Bestellnummer für unsere Powerbank, damit Ihnen nie mehr der Power ausgeht. Der Preis 19,90 Euro, unglaublich. Und da sollten Sie zuschlagen und sich Ihr eigenes Kraftwerk auch holen, egal ob Sie auf eine Skihütte gehen oder nicht. Das ist auch mal im Camping hervorragend oder auch so, wenn man weiß, man ist länger unterwegs, einfach mitnehmen, dann geht einem nicht mehr. Tolle Produkte heute, finden Sie nicht? Tolle. Ja. Ja, oder? Also, eine ganze große Range von nützliches Zubehör. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind Sie dran.